Hallo und herzlich willkommen zum 34. Spieltag meiner Oakliga in der Saison 2019-2020. Und heute beenden wir also die zweite Oakliga-Saison. Genau, in der ersten wurde Hertha BSC der Meister. In dieser Saison wird es entweder Paderborn oder Freiburg. Die beiden kämpfen so um die Meisterschaft heute noch. Ja, folgende Partien haben wir heute: Dortmund gegen Hoffenheim, die Dortmunder sicher auf dem letzten Platz schon mal. Dann Leverkusen gegen Mainz. Ein Spiel, da geht es eigentlich um nicht mehr viel, genauso wie bei Gladbach gegen Hertha, da geht es auch nicht mehr um viel. Wolfsburg gegen die Bayern, das könnte interessant sein, wenn es bei Bremen gegen Köln interessant ausgeht und bei Union gegen Düsseldorf. Dann Frankfurt gegen Paderborn, das ist in seiner Meisterschaft für die Paderborner interessant. Bremen gegen Köln, da trifft der 16. aus Köln auf den 15. aus Bremen. Also wenn da tatsächlich Union Berlin was holen sollte, ja, könnte einer der beiden auf den 17. Platz abrutschen. Dann Freiburg gegen Schalke. Ja, die Freiburger können sich mit einem Unentschieden die Meisterschaft sichern. Nee, mit einem Unentschieden. Mit einem Unentschieden noch nicht, aber mit einem Sieg ist einfach mit der Meisterschaft klar. Augsburg gegen Leipzig haben wir dann noch und Union Berlin gegen Düsseldorf. Also wenn Union Berlin punktet, müssen wir auf die Partie Bremen gegen Köln schauen. Wenn Union Berlin verliert, sind sie 17. in dieser Saison. Und somit starten wir rein in die erste Halbzeit. Es geht sehr gut los für Union Berlin. Starspieler neben Subotic gleich mal mit einem Doppelpack. 2-0, frühe Führung gegen Düsseldorf. Das ist auf jeden Fall wichtig im Kampf um den Klassenerhalt. Somit, ja, wäre Union Berlin mit den jetzigen Zwischenständen tatsächlich raufgerutscht auf Platz 13. Tatsächlich. Dann das 1-0 für Frankfurt. Marco Rose, auch das könnte schon entscheidend sein in Sachen Meisterschaft. Paderborn liegt hinten. Früh 0-1 gegen Frankfurt. Dann haben wir hier das 1-0 für Mainz im Spiel gegen Leverkusen. Noch Daniel Prosinski, der macht somit die Führung für ja, die Mainzer gegen Leverkusen. Dann Doppelschlag für die Frankfurter Eintracht. Philipp Kostic, der Mittelfeldmann, erhöht auf 3-0 und somit dürfte eigentlich die Meisterschaft schon durch sein. Außer Paderborn holt hier wirklich auf wundersame Weise noch einen 0-3 Rückstand auf. Dann haben wir das 1-0 für den VfL Wolfsburg durch Felix Klaus. Ja, die waren somit 1-0 hinten gegen die Wolfsburger. Wir haben jetzt den Ausgleich zu vermelden bei Leverkusen. Kämen die mir bei zum 1-1 gegen Mainz. Hier also alles wieder offen. Dann der Anschlusstreffer für Düsseldorf, Louis Baker, nur noch 1-2 hier. Es ist noch nichts entschieden in seinem Abstiegskampf. Dann haben wir das 1-0 für den Vorjahresmeister, Hertha BSC Berlin. Die können den Titel nicht verteidigen. Oakliga, Matthew Lecky macht aber trotzdem das 1-0 gegen Gladbach. Bringt ihnen halt dann nur ein paar Punkte. Dann, jetzt wird es interessant, 1-0 für Köln gegen Bremen durch George Mehre. Somit wäre Bremen dann jetzt auf Platz 17, weil auch Anthony Modest dann noch zweimal trifft. 3-0 somit für Köln. Also da haben wir einige klare Führungen und einige Spiele noch ohne Tor. Also für Bremen sieht es auch nicht gut aus. Die Dortmunder gehen tatsächlich in Führung. Der Tabellenletzte bedankt sich bei Mats Hummels, dem Abwehrspieler, der das 1-0 kurz vor der Pause macht. Aber im Gegenschlag die Hoffenheimer mit dem Ausgleich durch Ermin Bicacic an diesem sonnigen Tag. Also heute ist wirklich ein sehr sonniger Novembertag. Ich nehme das gerade hier am Dienstag auf. Ihr seht es vielleicht auch schon am Video. Dann haben wir das 1-0 für Schalke gegen Freiburg. Der Tabellenführer Freiburg liegt hinten. Reicht das? Das ist die Frage. Paderborn liegt auch hinten. 1-0 auf jeden Fall für Schalke. Dann baut Union Berlin seine Führung also wieder aus. Doch Felix Groß, der Bruder von Toni Groß, macht das 3-1 für Union gegen Düsseldorf. Aber das Spiel ist ja noch nicht beendet. Wir haben noch eine zweite Halbzeit. Hier haben wir noch das Logo von Dresden, aber die sind mittlerweile tatsächlich in der dritten Liga angekommen. Machen wir weiter mit der zweiten Halbzeit. Da haben wir gleich mal einen Spieler von der deutschen Nationalmannschaft und auch vom FC Bayern natürlich. Leon Goretzka macht den Ausgleich gegen den VfL Wolfsburg. 1-1 somit. Dann der Anschlusstreffer für Werder Bremen im Abstiegskampf. Niklas Füllkrug macht das 1-3. Dann haben wir die Führung für Hertha, aber ausgebaut. Per Siljan Skelbred zum 2-0 für die Hertha gegen Borussia Mönchengladbach. Dann haben wir den Anschlusstreffer für Paderborn. Sebastian Schonlau zum 1-3 gegen Frankfurt. Also manche Teams gerade
auf Aufholjagd, aber reicht das Ganze, fragen wir. Auch die Gladbacher versuchen aufzuholen. 1:2 ist somit nur noch Florian Neuhaus, der Mittelfeldspieler, der jetzt auch in der Nationalmannschaft schon zum Einsatz gekommen ist. Verkürzt auf 1:2 gegen die Hertha und somit wird es eine spannende Schlussphase, eine schöne Konferenz nochmal zum Ende. Mit der Frage, passiert hier noch was? Bei Augsburg gegen Leipzig, da haben wir noch gar kein Tor vermelden können. Gerade habe ich es angesprochen, jetzt die Führung für RB Leipzig. Marcel Halsenberg, auch eher ein deutscher Nationalspieler von der jungen Generation. Somit die Augsburg gegen Leipzig 1:0 hinten. Dann die Entscheidung vielleicht in Sachen Meisterschaft, Freiheitsheim. Mirat Gasinovic zum 4:1. Das wird jetzt richtig schwer für Paderborn. Also da müsste eigentlich jetzt wirklich noch ein kleines Fußballwunder her, damit das noch was wird. Dann haben wir den Torwart von Schalke, Alexander Nübel. Der ist ja mittlerweile bei Bayern, ist somit nicht das 2:0 für Schalke, sondern bleibt beim 1:0. Dann haben wir aber den Ausgleich. Lange war es still in diesem Spiel. Jetzt geht's rund 1:1. André Hahn, das zweite Tor schon bei Augsburg gegen Leipzig. Da bleibt's auch spannend. Und dann die erneute Führung für den VfL Wolfsburg durch Robin Knoche, dem Abwehrspieler, trifft zum 2:1 gegen die Bayern. Und somit haben wir noch ein Pack vor uns. Also die letzten 5 Minuten plus Nachspielzeit laufen. Und kurz vor Schluss geht der BVB erneut in Führung durch Thomas Delaney, dem Mittelfeldspieler. Der macht das 2:1 gegen Hoffenheim. Sollte es dabei bleiben, hat Dortmund endlich mal wieder gewonnen. Bringt jetzt ihnen auch nichts. Aber das ausgeglichene Torverhältnis von Hoffenheim wäre hinüber. Die haben tatsächlich gleich viele Tore geschossen wie kassiert. Jetzt ist das natürlich nicht mehr so. Dann die endgültige Entscheidung in seiner Meisterschaft. Der SC Freiburg wird Meister. Das kann Paderborn nicht mehr aufholen. Das 5:1 durch den Rekordjapaner. Das ist nämlich Makoto Hasebe. Das ist nämlich der japanische Spieler mit den meisten Einsätzen in der Bundesliga. 5:1 somit für Frankfurt. Da ist alles klar, denke ich. Ja, und Freiburg kassiert das 2:0, ist aber jetzt auch völlig nebensächlich, weil die Freiburger werden tatsächlich OHG-Ligameister in der Saison 2019-2020. 2:0, Schöpf für Schalke. Ja, alle Daten zur Saison gibt es natürlich dann vielleicht noch in einem Extra-Video. Mal schauen. Dann haben wir auf jeden Fall ein Tor für Union Berlin und somit bleibt Union Berlin über dem Strich durch das 4:1 ist es jetzt gegen Fortuna Düsseldorf. Somit Union Berlin sich über den Strich tatsächlich gehettet mit 2 Siegen zum Saisonendspurt. Und dann haben wir noch die Entscheidung in Wolfsburg. Wauch Weghorst trifft auch gegen die Bayern, der Torjäger. Ja, verantwortlich für die vielen Tore von Wolfsburg. 3:1 somit für die Wolfsburger gegen die Bayern. Das ist auch der Endstand. Die weiteren Endergebnisse, da haben wir die Dortmunder gewinnen tatsächlich gegen Hoffenheim mit 2:1. Dann unentschieden zwischen Leverkusen und Mainz, da gibt es ein 1:1. Hertha gewinnt knapp mit 2:1 gegen Gladbach. Wolfsburg, wie schon angesprochen, 3:1-Sieger gegen die Bayern. Frankfurt gewinnt tatsächlich 5:1 gegen Paderborn. Die Kölner gewinnen 3:1 gegen Werder Bremen. Schalke gewinnt 2:0 gegen den OHG-Ligameister Freiburg. Augsburg und Leipzig trennen sich 1:1. Und Union Berlin sichert sich den Klassenerhalt durch das 4:1 gegen Fortuna Düsseldorf. Somit schauen wir jetzt auf jeden Fall noch auf die Abschlusstabelle. Jetzt gibt es auf jeden Fall noch einen kleinen Überblick über die aktuelle Saison. Der SC Freiburg wird Orakel-Ligameister. Bei mir erst der zweite in der Geschichte mit 54 Punkten, der Paderborn mit 52 Punkten. Genau, dann Mainz tatsächlich auf Platz 3. Platz 4 geht an Eintracht Frankfurt. Dann Fortuna Düsseldorf auf Platz 5 am Ende, Hertha 6. Die, wo ja in der ersten Saison die Orakel gewonnen haben, das war die Hertha. Ganz knapp vor Nürnberg damals. Und auch Frankfurt war da ganz oben dabei, aber das reden wir gleich noch in den Statistiken. Dann alle wirklich großen Vereine in der Bundesliga, abgesehen von Dortmund hier im Mittelfeld. Hoffenheim, Gladbach, Schalke, Leverkusen, Wolfsburg und Bayern sowie Leipzig. Also alle Teams, die halt wirklich am meisten Geld haben sozusagen. In der Liga dann auf Platz 14 Köln, 15 Augsburg, Union Berlin hat es auf Platz 16 geschafft und direkt abgestiegen werden Borussia Dortmund und Werder Bremen. Und jetzt schauen wir hier auf unsere Tabelle, ich schreibe es mir nämlich hier immer mit. Erster Freiburg, 54 Punkte, letzte Saison brauchte man 56 Punkte, um Erster zu werden. Da waren tatsächlich drei Teams mit 56 Punkten gleich auf Platz 1 war damals Hertha, Zweiter war Nürnberg und Dritter war tatsächlich Frankfurt, die liegen hier auf Platz 4, 49 Punkte.
Auch das ein Novum. Noch nie hat es tatsächlich eine Mannschaft unter 50 Punkte auf den Champions League Platz geschafft. Also kann ich mich nicht erinnern. Dann die wenigsten Unentschieden hatte tatsächlich Paderborn. Die meisten Siege hatte auch Paderborn zusammen mit Freiburg tatsächlich. Genau. Frankfurt-Düsseldorf gleich auf mit 49 Punkten. Auch Hertha hat 49 Punkte. Also es geht sehr knapp hier zu. Von den Toren her ist es auch relativ ausgeglichen. Die wenigsten Gegentore tatsächlich Mainz mit 47. Alle anderen haben über 50 Gegentore tatsächlich kassiert. Was auch krass ist. Hertha die einzige Mannschaft mit einem ausgeglichenen Torverhältnis. Ich glaube, da habe ich mich davor vertan. Das waren die Frankfurter mit dem ausgeglichenen Torverhältnis am letzten Spieltag. Die hatten hier 55 zu 55 Toren. Das war nicht Hoffenheim, wie ich gesagt habe, war mein Fehler. Hoffenheim und Gladbach, auch da gibt es was Besonderes. Hoffenheim hat so viele Tore geschossen, wie Gladbach kassiert hat, und Gladbach hat so viele Tore geschossen, wie Hoffenheim kassiert hat. Dann Schalke hat die meisten Tore geschossen in dieser Saison. 65 tatsächlich, 47 Punkte am Ende geholt. Leverkusen, Wolfsburg und die Bayern mit 45 Punkten jeweils. Ja, die Bayern ein bisschen abgerutscht mit zwei Niederlagen zum Saisonende. Dann Leipzig mit 44 Punkten auf der 13. Dann auch hier sehr knapp gewesen. Köln und Augsburg mit 43 Punkten knapp noch gehättet. Union Berlin würde in die Relegation gehen mit 43 Zählern. 41 Punkte hat Bremen und Dortmund 38 Punkte somit am Ende. Genau, die schlechteste Gegentorbilanz hat Leipzig und Bremen mit jeweils 65 kassierten Toren. Die meisten Unentschieden haben die Dortmunder tatsächlich auf dem letzten Platz. Normal meint man immer, die mit den meisten Niederlagen wären letzte, aber die meisten Niederlagen hatten tatsächlich Bremen, Köln und Wolfsburg mit jeweils 15 Niederlagen. Also ja, sehr interessante Statistik hier nochmal zum Ende, und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dann und ciao.